Mary, komm, komm rein. Komm, jetzt fragen wir den mal. Nein, das kann doch nicht sein. Wir kommen jetzt einfach einmal dran. Nein, wir können zuerst noch fragen, könnten wir jetzt nicht einmal dran kommen? Wir sind nicht mehr die Jüngsten. Also jetzt einmal ganz langsam, wir sind doch die Bronnweiler. Ja, aber wir sind nicht mehr die Jüngsten. Aber und guck mal auf die Uhr. Das berechtigt euch trotzdem nicht, jetzt schon aufzutreten. Ihr kommt erst ein bisschen später dran. Das ja, aber vielleicht, so. Hast du, aber jetzt. Und vielleicht hast du es jetzt so im Griff. Nein, das nein. Lass doch du jetzt einfach einmal den Schuh wackeln. Wir will denn das noch gau? Wir sind jetzt einfach noch nicht dran. Es geht noch ein Rostbrot essen, dann können wir in einer halben Stunde wieder kommen. Wir haben jetzt keinen Hunger. Wir haben keinen Hunger, aber du. Der frisst dich eben durch und jetzt mal mir solle essen. Aber du hast wahrscheinlich, gell? Dann gebe ich auch Geld mit, wenn wir etwas essen sollen. Ja, dann jetzt gehen wir mal was essen, wir zahlen das dann nachher schon, gell? Das ist der Wurz. Jetzt guck ich so doch noch mal auf die Uhr. Jetzt sag mir dir das noch mal im Anstand. Ich weiß so das, ja. Das nicht. Ich weiß das, aber wir sind ja nicht Hudler. Aber jetzt gehen wir raus komm, und essen mal, etwas. Komm, mal, das hat ja mit dem keinen Wert. Das ist halt der Ersatzsturger. Wir sehen uns ich nachher weiter. Ich sag's doch, Evel. Ersatzsturger, mit denen kannst du nichts auch. Raus mit den Nelson! Ja, jetzt freuen wir uns natürlich, dass wir reinheben dürfen. Ach, guck, Mary, und da ist sogar der Herr Strobel. Also, Herr Strobel, mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Da zolle ich Ihnen Respekt. Nach der Scheiße, wie die letzte Woche gemacht haben, dem Landtag. Herr Strobel, also ganz im Vertrauen, jetzt sind Sie gerade mal nicht einmal ein Jahr im Amt, haben noch nichts geschafft, aber die Kreissorge ist die Altersversorgung. Heir mal, ha? Ich kenne zwei der. Der Herr Strobel? Ja. Bist du narret? Wieso kennst jetzt du der? Weil ich mal im Landtag war mit meinem Mann. Bei denen? Ah ja. Haben wir ja, also mein Mann gesagt, gang her, wir gehen da nach. In den Landtag ist Sturger, das ist egal, wo man rumsitzt. Aber Mary, im Landtag geht es doch um Politik und das ist etwas ganz kompliziert. Ich muss es in damit einmal die hellste Wasser beschließen. Also mit dem Beschluss, ja, da haben sie dich mit einem Fiezle können sie den ganzen Acker dungen. Nein. Politik, Mary, Politik ist etwas ganz kompliziert. Nein, das ist ganz einfach, da muss ich nichts davon verstauen. Du musst bloß drüber schwätzen können. Und die Meid, als ich drüber schwätzt, ist um einmal in der anderen verständlich. Wir. Und dann meinst du, drum schwätzen unsere Politiker so viel, weil sie so wenig davon verstanden? Ha ja, das hast du jetzt schnell begriffen. Und der, der am meisten schwätzt und am wenigsten versteht, na, da kannst du gar noch Präsident von Amerika werden. Ja. Aber hör mal, jetzt habe ich dir das erzählen, wie ich den guten Mann kennengelernt habe. Mary, du und Landtag, also so verscheißt man doch die Zeit. Ich zahle ja auch Steuern. Nein, ich denke noch vor frisch auch mal. Mann. Das ist da aber nichts geworden, weißt du, wie sagt man da halt so neidisch? Fingerfood. Das ist das, was zwischen zwei Fingern reingeht. Mariana hat einmal gesagt, eine Prise, und das stimmt. Weiter ist ich wert. Sieh, so ist es bei den Sturgern im Landtag. Da müsst ihr Englisch miteinander schwätzen, dass er sich nur Schwäbisch verständet. Ja, siehst, wegen dem sagt man bei uns im Fleck auch, lieber eine Schnecke im Salat als ein Sturger im Hof. Ja. Ja, und da ist mir der Herr Strobel über meine Schuhe entschlafen. Nein. Und dann hat er sich mir vorgestellt. Oh, was? Er hat mir die Haut gegeben. Und dann hat er sich mir vorgestellt und hat gesagt, Strobel MDL. Oh, was? Ja, habe ich vielleicht gelutzt. Weil ich auch gar nicht wusste, was sage jetzt ich. Ha, nix, du Dubbel, du hast doch nichts zum Sagen. Ah, das da ist da auch. Mir ist schnell etwas eingefallen, du. Ich habe gesagt, angenehm, Herr Strobel. Lutz MDGK. Also du bist doch glatt narret. So ein Scheißdreiger, so einen Mann zum Schwätzen. Das war der auch gemacht. Der hat nämlich ganz krause Augen gemacht und hat gesagt, ich glaube, Sie wissen nicht, was MDL heißt. Dann hat gesagt, ah, natürlich, das weiß ich. Das heißt Mitglied des Landtags. Dann hat gesagt, Herr Strobel, wissen Sie auch, was der MDK an meinem Namen heißt? Und noch? Hat es etwas. Dann hat er ihn aufgelernt und hat gesagt, das ist ganz einfach. Das heißt Mitglied der gesetzlichen Krankenkasse. Aber da hast du noch
Glück hätte, dass dir das eingefallen ist. Oh, aber seine Augen hättest du ja sehen sollen, wie ein Flugrädler. Aber Herr Strobli, muss ich nicht trotzdem noch mal sagen, ich bin einfach gerade nicht ironisch. Ja, du halt einfach politisieren. Ja, Politik ist wichtig und was dir gerade dann ist einfach nicht richtig. Herr Strobli, und jetzt auch noch Gutachterkommission, wieder Geld ausgehen. Ein Gutachter fürs Gutachten, dass man das Gutachten begutachten kann, aber man weiß, das Gutachten braucht man gar nicht. Und sie aber das wieder. Ja. Komm. Du, Mary, und lass dich mal. Und jetzt drüber nein, das Jahr haben wir auch noch Bundestagswahl. Du, wann hast denn du das letzte Mal gewählt? Ja, das geht doch dir nicht so, das war doch eine geheime Wahl. Aber wir haben gewonnen. Das Schlimmste finde ich halt, wenn so eine Wahl ist, weißt du, auch jetzt wieder durch Bundestagswahl. Lieber Himmel, neu sieht das Ländle wieder aus wie bei der Sau. Überall hängen wieder die Politiker rum, weißt du, so geschlappet, überall. Ja, ich sage ja, ich würde es anders aufhegen. Ich würde eine Säule rummachen und so einen aufmachen. Ein Laternenpfahl, weißt du? Ordentlich aufhegen, nicht ja so geschlappet. Du, aber ich weiß noch, bei der letzten Bundestagswahl, du, jetzt ist das schon wieder 4 Jahre her. Lieberle, also ich tue mit meinem Mann auch will politisieren. Oh. Und vor der letzten Bundestagswahl, da hat er will abends noch einen Beschaffer, kommt vom Baumarkt und sagt, lieber Himmel, ich würde gerne noch einen Beschaffer, aber ich habe ja noch alles vergessen. Weib, gang auch du in, weißt, in den Baumarkt und hol mir noch ein Päckchen Bundestagsabgeordnete. Nein, ich denke, jetzt hat Sinn. Aber ich habe den Händel nicht riskieren wollen. Dann bin ich halt einfach gegangen in den Baumarkt und habe gesagt, ja, zu dem Verkäufer, siehe, ich will ein Päckchen Bundestagsabgeordnete. Ihr werdet es nicht glauben, der ist aufgestanden und reingelaufen. Dann habe ich gesagt, ja, wie, Sie wissen, was ich will. Herr Freili hat er gesagt, das sind die nie da ohne Köpfe. Ja, oh, vielen Dank. Guck, jetzt kriegt man etwas zu trinken. Der junge Mann war ein tieferen Job da. Siehst du, der dreht das Wasser umeinander. Das ist jetzt ein Gläschen, das können rechts und links hinter benutzen. Mhm. Du, Mary, also komm, dann lass uns noch kecklich auf die schöne Fasnet trinken. Ja. Und das weisst du mir ruhig auch noch. Na, eine glückselige Fasnet. Ich sage einen Trinkspruch und dann trinken wir alle gemeinsam. Auf geht's. Gell, aber ja. Fangst du morgens an zum Saufen, kannst du am Abend nicht mehr laufen. Zum Wohl. Mary, weißt du jetzt das gewesen? Da kann man ja kaum trinken. Ja, ist dir nichts Besseres eingefallen? Anna, probiere es nochmal. So mancher hat ein trautes Heim und mancher traut sich nicht mehr heim. Ha, komm! Der arbeitet gut nur. Jetzt reißt dich mal am Rema, das ist ja grausig. Ein neu, also wirklich. Also noch einmal. Dann doch noch mal mit. Ja. Also. Der Rülpser ist ein Magenwind, der nicht den Weg zum Affen. Neu. Aber so heiß. Neu? Es heißt so, der nicht den Weg zum Arschloch findet, aber wenn ich so jetzt sagen darf, dann seid mal halt Ausgang. Zum Wohl! Zum Wohl! Also, und jetzt gehen wir wieder aus den Flecken und weiche euch noch eine glückselige Fasnet. Meine Damen und Herren, unverkennbar die Bronnweiler Weiber, Mary und Friedel vom Männerverein aus Reutlingen. Auf euch ein dreifach donnerndes Mary, hello, Friedel, hello, Männerverein, hello. Dankeschön. Adi.